Hallo meine Lieben, na, alles gut bei euch? Ja, heute mal zur Abwechslung wieder ein Video, wo es sich um Beauty dreht, ja? Das hatten wir jetzt die letzten paar Tage nicht so und ich dachte mir, ja, warum nicht? Außerdem wurde ich von einer ganz, ganz lieben Maus von mir getaggt, von der lieben All-Star Annie. Ich guck mal, weil du hast nämlich deinen Namen geändert, Maus, kann das sein? Du hieß doch Beauty All-Star irgendwas. Naja, auf jeden Fall heißt sie jetzt Annie Star, ja, ist eine absolut authentische Frau, ja, sagt, was Sache ist, sie redet, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Und ja, von dieser lieben Maus wurde ich zu diesem Beauty... Ja, wie ihr seht, ich bin absolut vorbereitet, genau. Wo haben wir es jetzt? Ich wurde zu dem Beauty All-Time Favorite. Hier, Tag. All-Time Favorites. Favoriten, ja? So, wurde ich von ihr getaggt. Ich freue mich. Ich hatte dir ja gesagt, dass ich jetzt nicht weiß, wie es mir reicht, zeitlich und so. Aber ich dachte mir, jetzt mal so als kleine Abwechslung, da ich jetzt auch die letzten paar Monate kein Favoritenvideo hochgeladen habe, zeige ich euch jetzt einfach mal, was bei mir wirklich allzeit Favoriten sind. Ja, also die habe ich schon nachgekauft oder wollte ich nicht mehr drauf verzichten oder, ne, so, also absolute Favoriten einfach von mir. Und genau, zu diesem Tag gibt es keine Fragen, ja. Ich habe hier auch fast den kompletten Schminktisch voll stehen, habe jetzt auch ganz viel aus dem Bad rausgeholt und ja, also ich denke, ihr könnt euch was zu trinken holen, das Abendessen vielleicht noch nebendran stellen oder ein Stückchen Kuchen, ne. Ich will ja nicht, dass er mir verhungert und verdurstet hier, ne, Schätzeleins, wisst ihr Bescheid. Also, wir fangen an. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, das ist, alles total unorganisiert. Okay, also, wir fangen mal an mit einem Produkt. Wenn ich euch das jetzt in die Kamera halte, es kommt wahrscheinlich aus den Ohren raus, ja? Deswegen mache ich das wahrscheinlich auch nur mal ganz kurz. Ja, also, es handelt sich um meine BB Body Lotion, ja? Brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Ihr habt es gesehen in mehreren meinen Videos. Ich bin absolut angetan von dieser Creme. Ich liebe die Pflegewirkung, ich liebe den Geruch. Das ist für mich eine Creme, die ich mir wahrscheinlich hier die nächsten 23,5 Jahre nie mehr nachkaufen brauche, weil meine Schätzeleins mir ja ganz, ganz viele geschickt haben, wo ich mich wirklich sehr, sehr drüber freue. Ja? Auch mein Mann ist jetzt auf den Trichter gekommen und hat mir hier eine Baby Body Lotion geklaut. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, so geht's mir hier. Nee, Spaß. Ich teile ja gerne, ja. Aber auch mein Mann ist jetzt auf diese Creme gekommen, findet sie ganz, ganz toll. Nochmal, Schätzeleins, wenn ihr an dieser Creme noch nicht gerochen habt und das nächste Mal zu DM und Müller geht, ja, also die üblichen Verdächtigen, riecht da mal dran. Das ist eine absolut sagenhafte Creme. Für mich, ne? So. Dann geht es weiter. Also ich muss aber auch dazu sagen, ich denke, ich werde euch viele Produkte zeigen, die ihr bei mir schon gesehen habt. In einem Favoritenvideo oder, ne, so, in einem Get Ready, weil ich bin ja jemand, ich bin ja so typisch, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht eingestellt, ja. Also es gibt Produkte, wenn ich da mal für mich das Richtige gefunden habe, dann lasse ich mich ganz, ganz ungerne auf neue Produkte ein. Deswegen, also, ne, so, nur dass er da Bescheid ist. Das nächste ist ein Produkt, auch das kennt ihr von mir. Das ist mein heiliger Gral, das ist der Balea Make-up Augenentferner in ölhaltig waterproof. Ist für mich der beste Augen-Make-up-Entferner überhaupt. Ja, also ich habe wirklich schon sehr, sehr viel ausprobiert, auch sehr hochpreisige Produkte ausprobiert und kein Produkt hat bis jetzt mein Augen-Make-up so gründlich und so schonend bei mir entfernt wie dieses Produkt. Das kommt mit zwei Phasen, dann schüttelt man das aufs Wattepad drauf, Wattepad auf Auge, kurz einwirken lassen, abziehen und der Schmodder ist weg. Ist für mich wirklich der beste Augen-Make-up-Entferner schlechthin. Also bin absolut begeistert von dem Zeug und zum guten Glück hat mir die Mama ja Backups geschickt. Ja, weil ich hier schon ganz viele Dinge ausprobiert habe, ja, bin fast erblindet und ja, das, ne, wisst ihr Bescheid. So.
Dann geht es weiter mit einem Produkt, das glaube ich gibt es gar nicht mehr. Es handelt sich von Essence um diesen Studio Nails Better Than Gel Nails Top Sealer Fast Dry. Das ist die blaue Variante. Diesen Nagellack, wie der damals aus dem Sortiment gegangen ist, ja, also ich glaube, da haben sich manche Frauen Gehirnerschütterungen bei DM und Müller zugezogen. Nur noch, um an dieses Produkt nochmal dran zu kommen. Auch ich war ganz vorne mit dabei, ja. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile ins Sortiment wieder eingenommen wurde. Ich kann es euch nicht sagen. Sollte das nicht der Fall sein, ich verstehe es nicht, ja. Das sind für mich Entscheidungen, da bekomme ich wirklich pantomimisches Herpes. Da würde es mich mal interessieren, was in der Marktabteilung bei Essence da, ne, so im Kopf abgeht. Dass man so ein tolles Produkt aus dem Sortiment nimmt, habe ich kein Verständnis für. Dieser Nagellack, der macht eure, den Nagellack, den ihr euch vorher drauf macht, das ist ja ein Topcoat, den macht ihr euch drüber. Innerhalb von Sekunden ist euer Nagellack trocken. Ihr habt einen wunderschönen Glanz auf euren Nägeln und der Nagellack hebt einfach viel, viel länger. Ja? Und das zu dem Preis. Ich meine, der hat 1,95 Euro hat der gekostet. Absolutes Top-Produkt. Ich bin sehr froh, dass ich glaube, ich noch zwei Backups da habe. Aber was sie sich da gedacht haben, nee, kann ich nicht nachvollziehen. So, dann geht es mit einem Produkt weiter. Auch das habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Es handelt sich von Kiko um dieses 30 Days Night Treatment. Das macht man sich abends einfach, nachdem man sich abgeschminkt hat, auf die Wimpern. Und ja, ist einfach so ein Serum, das für Länge und Volumen und so, ne, angeblich helfen soll. So, angeblich sag ich, weil Länge für mich nein, Volumen ja und ganz klar weniger Wimpernbruch und weniger Wimpernausfall. Ja, so, also ich für mich muss wirklich sagen, ich glaube, ein Backup habe ich jetzt noch da. Das ist jetzt mein aktuelles. Das andere ist schon in der Aufgebrauchtüte. Das ist für mich ein Produkt, da wollte ich nicht mehr drauf verzichten. Ich weiß nicht, ob meine Wimpern deswegen so aussehen, wie sie aussehen. Keine Ahnung. Also es steht ja auch drauf, 30 Days Extension Night Treatment Booster. Also man soll das Ganze 30 Tage anwenden. Und dann Pause machen und, ne, so. Ich mache das aber immer so, dass, also zuallererst mal benutze ich das Ganze schon mal viel länger wie 30 Tage. Ja, das ist so. Also das dauert bei mir viel länger, bis diese Buddel leer geht. Das sind 8 Milliliter drin. Und ja, wenn ich dann mit einer Flasche fertig bin, dann mache ich mal 2-3 Wochen Pause und dann hole ich mir das nächste raus. Und es gehört abends einfach zu meiner Abendroutine mit dazu. Ihr macht euch das drauf. Ihr merkt, eure Wimpern werden ein bisschen hart. Also jetzt nicht extrem steif oder so, dass ihr das Gefühl habt, euch brechen jetzt hier gleich die Wimpern ab. Nee, das nicht. Aber also es brennt auch jetzt bei mir nicht in den Augen. Also ich bin, ihr wisst ja, ich bin ein Schussel, ne? Und hier, also das sieht so aus, ist ein normales Mascara-Bürstchen, so. Und das macht ihr euch dann einfach auf die oberen Wimpern und die unteren Wimpern. Und mir passiert es ganz, ganz oft, dass ich mir damit mal ins Auge knall oder, ne, so. Aber da brennt dann auch nichts und deswegen, also ich bin von diesem Produkt absolut angetan und werde mir definitiv Backups kaufen, wenn ich dann nach Deutschland komme, ja. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ja, die Mutti kommt nach Deutschland, aber das nur mal so nebenbei. So, genau, kostet normalerweise, ich glaube, 8 Euro, aber Kiko hat ja immer Mascaras und so im Angebot. Und da ist auch dieses 30 Days Night Treatment und das 30 Days Date Treatment. Die sind da auch immer in dem Angebot mit drin und ich glaube, dann kosten die nur 3,95 Euro. Ne? Also ist natürlich ein Unterschied zu M2 Lashes und Revita Lash und wie diese ganzen Produkte heißen. Deswegen, wenn ihr kurze Wimpern habt, wenn ihr das Gefühl habt, eure Wimpern fallen aus oder, ne, brechen schnell ab, probiert das auf alle Fälle mal aus. Wartet, bis Kiko die im Angebot hat, bevor ihr da irgendwie 100, 120 Euro ausgebt und
es ist ja nicht garantiert, dass M2Lashes und Revitalash, dass es dann auch wirklich funktioniert. Und dann ist es im Endeffekt, ja, 100, 120 Euro in die Tonne gekloppt. Dann schmeiße ich lieber 4 oder 8 Euro weg. Ne? So. Genau, dann geht es weiter mit Pinseln von mir. Und zwar halte ich da jetzt, naja, ich nehme mal 2. Sie sind beide dreckig, aber bei mir ist erst morgen Pinseltag, ja. Es handelt sich um die Rio Technique Brushes. Das sind für mich Pinsel, die finde ich gnadenlos. Gnadenlos, ja. Also die gibt es ja bei uns hier in den Drogerien, im Walmart, im CVS und keine Ahnung was. Diese Pinsel, die kosten bei uns ja 8, 9, 10 Euro. Sie sind so, so weich. Das ist der absolute Hammer, ja. Also das ist eine Qualität für diesen Preis. Das ist wirklich unschlagbar. Ganz, ganz groß geliebt von mir ist dieser Blush Brush, den ich einfach dann benutze, um Rouge aufzutragen. Das ist mein Puderpinsel. Ihr seht, es ist ein sehr, sehr großer Pinsel im Vergleich zu einem Ebeline-Pinsel. Ja, also auch diese Pinsel finde ich nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht, also gerade für den Preis bei DM. Aber wenn ihr euch dann mal den Vergleich anguckt vom Kopf her, das ist natürlich, ne, das ist ein Unterschied. So, und da ich ja jetzt hier auch so eine Wesselsbirne habe, brauche ich da natürlich ein bisschen mehr, wo ich mit arbeiten kann. Genau, also definitiv die Rio Technique Brushes, da habe ich mehrere und ich finde alle ganz, ganz toll. So, dann kommen wir zu einem Produkt, das bekommt ihr bei Douglas. Es handelt sich von Terra del Sol, also man kann es kaum noch erkennen, weil es bei mir total abgeranzt aussieht. Es handelt sich um ein Puder in der Farbe 2. Genau, mehr steht da jetzt auch nicht drauf, also da steht jetzt nichts Bronzing Powder oder so, gar nichts. Aber dieses Puder liebe ich. Aus dem ganz einfachen Grund, es hat ein... Ich liebe die Farbe. Hier könnt ihr sehen, es hat zwar einen leichten Orange-Stich, aber bei mir auf der Haut, es macht ein wunderschönes Finish, so ein Satin-Finish, ja. Ihr bekommt dadurch ein Glow im Gesicht, ein Strahlen im Gesicht. Ist für mich ein absolut tolles Produkt, muss ich wirklich sagen. Bin ich auch am Überlegen, ob ich mir da eventuell eins kaufen werde, wenn ich dann in Deutschland bin. Wir gucken mal. Ich habe ja so einiges auf der Liste stehen, ne? Genau. Ja, aber ich finde einfach, es ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Kommt mit 9 Gramm. Und ich meine, die Terra del Sol Puder kosten 8 Euro. Schlagt mich nicht, Schätzeleins. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht mehr up to date und kenne die deutschen Preise leider nicht mehr. Aber auch das ist ein Puder, was ich sehr, sehr gerne benutze. Und ja, ich finde die Farbe einfach total schön und diesen Glow und ganz, ganz toll. Also gibt mehrere Farben. Ich habe hier auch noch eins. Das ist für mich aber viel zu dunkel. Das ist die Farbe 1. Auch mit 9 Gramm. Ja, hier könnt ihr es dann erkennen. Terra del Sol. Ja, also das ist jetzt noch nicht so abgegriffen. Und das ist mir aber zu dunkel und zu orange-stichig. Mache ich mal hier nebendran. Ja, hier seht ihr es. Ja, also das ist für mich zu krass. Benutze ich hin und wieder mal als Blush, ja, dass es nicht ganz so hier umsonst in der Gegend rumfliegt. Aber ja, so richtig, richtig umhauen tut es mich jetzt nicht. Aber das Puder in der Farbe 2, das ist für mich ganz, ganz, ich liebe es. Ja, habe ich heute auch drauf. Ja, also vielleicht könnt ihr es erkennen, dann so dieser Glow, ne. Das ist jetzt hier keine Fettschicht, weil ich schwitze oder so. Nee, das ist ein Glow. Schätzeleins. So, dann geht es weiter. Nehmen wir mal eine Foundation und zwar von Garnier. Miracle Skin Perfector für fettige und Mischhaut. All-in-One BB Cream mit Matt-Effekt, mittel bis dunkel. So, ihr wisst, ich bin dabei, dieses Produkt aufzubrauchen. Ich besitze es seit gefühlten 8 Jahren. Ja? Jeden Abend läuft bei mir hier einer ins Zimmer und füllt mir diese Tube auch wieder auf. Ich möchte sie nicht aufbrauchen, weil ich dieses Produkt nicht mag. Nein, ich möchte dieses Produkt aufbrauchen, weil ich hier so viel habe und ich auch so 1, 2 Foundations im Kopf habe, die ich gerne mal ausprobieren möchte. So, aber jedes Mal, wenn ich diese Foundation oder BB-Cream benutze, bin ich einfach vom
Auftrag, vom Tragegefühl, von der Deckkraft, von der Farbe. Ich bin absolut angetan. Ich liebe, liebe dieses Produkt. Kommt mit 40 Millilitern, kostet glaube ich um die 9 Euro, zwischen 8 und 10 Euro. So um den Dreh bekommt ihr natürlich bei Müller und Rossmann und DM, ne? Und ist für mich wirklich eine ganz, ganz tolle BB-Cream, weil ich einfach finde, also wenn ich die auftrage, ich habe das Gefühl von nichts auf der Haut, ja? Was ich dazu sagen muss, also hier steht ja drauf mit Matteffekt, das stimmt bei mir nicht. Also wenn ich da jetzt nicht abpudern würde, würde ich innerhalb von einer halben Stunde glänzen wie so ein Marshmallow. Also wegen dem Matteffekt, nee, würde ich sie mir nicht nochmal nachkaufen, aber alles andere ist für mich wirklich top. Wie gesagt, der Auftrag, sie lässt sich wirklich wunderbar auftragen, wunderbar verblenden, wunderbar einarbeiten in die Haut, ist wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt und würde ich mir auch nachkaufen, ja, das muss man sich mal vorstellen, also seit einem Jahr arbeite ich jetzt, glaube ich, daran, dieses Ding dann aufzubrauchen und würde es mir dann aber sofort nachkaufen, ne? Also sie gehört wirklich zu meinen Favoriten und bin sehr, sehr froh, dass ich sie habe. So, dann ein Produkt und zwar von Essence, das ist die I Love Stage. Auch diese Eyeshadow Base habt ihr bei mir schon ganz oft gesehen. Ich finde diese Base ganz, ganz toll, aus einem ganz einfachen Grund, sie ist vorgefärbt. So, hier könnt ihr das erkennen. Sie hat einen starken Gelb-Orange-Stich, das stimmt, aber wenn man das dann auf dem Augenlid verblendet, sieht man so gut wie gar nichts mehr. Ich mag die Tatsache, dass die eingefärbt ist, weil dann einfach blaue Äderchen und Rötungen und so auf dem Lid und auch unter der Augenbraue sofort verdeckt sind. Verdeckt? Versteckt? Ihr wisst, was ich meine. Genau, und dann gehe ich ja hinterher auch immer, egal was für eine Eyeshadow Base ich benutze, auch wenn ich von MAC meinen Paintpot hier in Soft Ochre benutze, ich gehe immer nochmal mit meinem Wet n Wild Puder hinterher, einfach nochmal, um das abzupudern, dass es auch wirklich bombenfest sitzt und mir nichts in die Lidfalte rutscht. Aber ich muss wirklich sagen, diese I Love Stage, die hebt bei mir. Wenn ich dann abgepudert habe, da kann ich die billigsten, die günstigsten, die teuersten Lidschatten auftragen. Das sieht bei mir 8, 10, 12 Stunden später, sieht es bei mir immer noch genauso aus wie frisch aufgetragen. Kommt mit 4 Milliliter, kostet glaube ich unter 2 Euro, ich meine 1,95, 1,75, so um den Dreh. Hebt bei mir ewig, ja, also ich bin ja auch jemand, ich trage ja ich trage auch ganz gerne mal keinen Lidschatten und ziehe mir dann einfach nur einen Eyeliner und dann benutze ich diese Eyeshadow Base einfach, um mein Augenlid zu neutralisieren, dass diese Rötungen und diese Äderchen einfach verschwinden und ich finde diese Base ganz, ganz toll. So, dann zeige ich euch jetzt was, da sage ich gar nicht viel dazu, weil das kennt ihr von mir. Das sind meine Mascaras, ja, das ist einmal von Catrice die Glamour Doll, die Volume Mascara. Die benutze ich ja immer für unten, da mache ich eine Schicht und das war's dann bei mir. Dann kommt die Essence I Love Extreme Crazy Volume Mascara, die finde ich auch ganz, ganz toll. Das ist ja die mit dem großen Gummibürstchen, so, das ist dann meine zweite Schicht. Und dann kommt von Essence die I Love Extreme die Volume Mascara, also diese Original. Das ist dann die mit dem großen, ja, normalen Bürstchen. Und das ist dann eben meine letzte Schicht. Und damit bekomme ich dann auch diese Wimpern, so wie ich sie habe, schön mit dem Fächereffekt und so, bekomme ich das dann hin. Also ich mag das ja, dieses extrem Getusche. Ich mag aber keine Fliegenbeine. Fliegenbeine mag ich nicht. Bei mir muss es dann trotzdem immer noch diesen Fächereffekt haben, aber doch schon sehr, sehr dick getuscht. Also das sind definitiv meine drei Favorites, was Mascaras angeht. Wollte ich nicht mehr ohne mitleben, könnte ich wahrscheinlich auch ohne nicht mehr leben. Wird definitiv. Diese hier wird in Deutschland nachgekauft. Von denen zwei habe ich jetzt Backups und brauche mir da jetzt erstmal keine Sorgen machen. Aber von der habe ich, glaube ich, nur noch eine da. Und ne, ihr wisst ja, bei der Mutti, da fängt sofort der Blutdruck an, wenn hier keine Backups im Haus sind. So, dann haben wir ein Produkt, finde ich wahnsinnig toll. Und zwar von Manhattan. Nee, nicht Manhattan, Maybelline, New York. Und zwar diese Color Tattoos. Da habe ich die Farbe
tough-ass taupe. Also bei euch in Deutschland heißt der, glaube ich, nur taupe. Bei uns sieht der so aus. 35, tough-ass taupe. Genau. So, der sieht so aus. Wie ihr seht, ist der auch sehr, sehr gut benutzt von mir. Aber ich muss jetzt dazu sagen, es ist ja ein Color-Tattoo. Das heißt, man macht sich das ja aufs Augenlid, entweder als Base oder als Lidschatten. Mache ich auch sehr gerne, weil ich finde auch auf dem Augenlid sieht er wunderschön aus. Das ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Ich werde euch den mal swatchen. Hier könnt ihr die Farbe erkennen. Ja, ist einfach ein Grau-Taubton, eine wunderschöne Farbe. Finde ich wirklich ganz, ganz toll. Trage ich auch gerne auf dem Auge. Aber was ich für mich jetzt rausgefunden habe, probiert habe und mir ist auch aufgefallen, dass euch in meinen Videos aufgefallen ist, dass meine Augenbrauen anders aussehen. Ja, das liegt daran, dass ich momentan keine Augenbrauenstifte mehr verwende, sondern als Base diesen Color Tattoo verwende und da der ja sehr, sehr graustichig und aschig ist, kann man, so, also das kommt bei mir zuerst, ja, ich mache mir meine Form und dann gehe ich weiter mit meinem Essence Augenbrauenpuder mit dem dunklen Ton hier, wie ihr seht, ganz stark hit the pan, gehe ich drüber und dadurch, dass es eine cremige Masse ist, legt es eure Haare schon mal in Form. Das bedeutet, dass ihr hinterher eigentlich auch kein Augenbrauen-Gel mehr braucht. Also ich brauche es seitdem nicht mehr. Und eben auch, dass dieser Ton hier, dieser Augenbrauenton, dieses Puder, werde ich euch jetzt auch mal einen Swatch machen, hat einen leichten Rotstich. Ja, wie ihr es seht, hier. So, also das ist jetzt das Tattoo, das ist jetzt das Puder und in Kombination habt ihr einfach, oder ich an mir, die perfekte Augenbrauenfarbe für mich, weil sie aschig ist, kein Rotton hat, die Augenbrauen den kompletten Tag fixiert sind, weil wenn dieses Color Tattoo dann nämlich auch mal antrocknet, dann ist das fest, ja, da könnt ihr euch jetzt auch mal an die Augenbrauen kommen, ohne dass ihr Schiss haben müsst, die Augenbraue hängt unterm Ohr oder so, oder hinterm Ohr, ne? Man kann auch mal schwitzen, ohne dass man Schiss haben muss, die Augenbraue läuft einem davon. Und genau, also das ist momentan meine Kombo. So, und jetzt habe ich dieses Puder, Moment. Ja, jetzt habe ich dieses Puder mal hier drauf und wie ihr seht, das ist jetzt nur das Puder und das ist jetzt das Color Tattoo mit dem Puder zusammen. Also da ist für mich jetzt kein Rotstich drin, ist wirklich ein sehr, sehr aschiger Ton. Ich komme mal ein bisschen näher. Ja, und so mache ich die letzten Wochen schon meine Augenbrauen und ich habe extra nichts gesagt, weil ich das für mich jetzt erstmal ausprobieren wollte. Ja, ich wusste jetzt auch nicht, keine Ahnung, wächst mir da jetzt irgendwas aus der Augenbraue raus, ne, weil es für die Augenbraue nicht gedacht ist. Aber nein, ich bin sehr zufrieden damit und mir ist eben auch aufgefallen, dass von euch in letzter Zeit ganz, ganz oft kam, Sandra, deine Augenbrauen sehen anders aus, sie sehen, natürlich kann man meine Augenbrauen ja nicht nennen. Ja, also das sind, ich glaube, es gibt keinen Mensch, der morgens so aufsteht und so exakt gemalte Augenbrauen hat. Aber es ist einfach noch ein bisschen definierter, es ist noch mal aschiger und ich finde einfach, das ist für mich momentan der beste Ton und bin absolut begeistert und zufrieden und sehr, sehr froh, dass ich das so für mich ausprobiert habe und dass es so für mich funktioniert. Deswegen auch ganz klar der Color Tattoo in meinen Favoriten würde ich mir jedes Mal nachkaufen. Stimmt es so? Jedes Mal nachkaufen. Ja, ne? Wenn der leer gehen würde. Weil es gibt ja auch von MAC Paintpots und so, dieser Quite Natural oder Be Natural, Quite Natural, ist so irgendwas. Den benutzen ja auch ganz viele zum Augenbrauen ziehen. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, ja, also das funktioniert für mich. Dieses Teil kostet bei uns 6 Dollar. Da gebe ich nicht irgendwie 18, 19 Dollar dafür aus. Nur weil da MAC draufsteht, ne? Das tut für mich seinen Zweck und alles super. So, dann gehen wir mal weiter mit Lidschatten. So,
auch hier, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, ja, einfach jetzt mal für alle, die ich besitze, und zwar meine Wet n Wild Paletten. Ich liebe Wet n Wild Lidschatten. Ich weiß, ich habe ganz, ganz viele von euch angefixt. Ich freue mich, dass ihr genauso begeistert seid. Und ich muss wirklich sagen, ich wollte auf meine Wet n Wild Lidschatten und Paletten nicht mehr verzichten, ja. Also auch hier werde ich euch jetzt mal einen Swatch machen. Nur jetzt mal so von ein paar. So. Mal drei Stück. Diese hier. Ja. Und mal wieder bin ich absolut sprachlos. Ihr seht die Farbabgabe. Ihr seht die Farbintensivität. Nee. Farbabgabe und wie stark sie pigmentiert sind. Ja, über meine Deutschkenntnisse braucht ihr euch jetzt keine Sorgen machen, weil wenn ich in Deutschland ankomme, dann spreche ich ja erstmal 3 Wochen Deutsch. Ne? So, dann höre und spreche ich wahrscheinlich kein Englisch. Und wenn ich dann zurückkomme, dann kann ich mich auch wieder hoffentlich einigermaßen normal ausdrücken und unterhalten. Also zurück zu den Lidschatten. Ganz, ganz tolle Lidschatten. Ich liebe sie. Wollte auf die Wet n Wild Lidschatten nicht mehr verzichten. Für den Preis eine absolute Kaufempfehlung, Mädels. Absolute Kaufempfehlung. Lauft mal zu Edeka oder guckt einfach mal online, wo es Wet n Wild Aufsteller gibt. Ich bin hin und weg. Dann meine nächste liebste Palette ist die 380B, die Walking on Eggshells. Das sind dann einfach so Nude-Töne. Das sieht so aus. Hier oben habt ihr einen Champagnerton, einen Braunton und hier unten ist mein absoluter Lieblingsroseton. Auch hier werde ich euch Swatches machen. Einmal rein, zack, ja, pigmentiert ohne Ende. Guckt euch das an. Ja, und dieser Schimmer und diese Farbabgabe und diese Pigmentierung und die Haltbarkeit und absolut begeistert, aber auch das wisst ihr wahrscheinlich, habe ich ja schon mehrere Male gesagt. So, jetzt machen wir mal hier ein bisschen Sauerei weg. Übrigens hier, ne, auch das ist ein All-Time-Favorite von mir, die blauen B-Kosmetiktücher. Ich liebe diese Tücher, bin ganz froh, dass ich hier auf Hawaii die Neutrogena-Tücher gefunden habe. Das ist ja dieselbe Firma, Johnson & Johnson. Entfernt sogar wasserfestes Make-up, Augen-Make-up, spendet Feuchtigkeit ohne Alkohol und Augenmilch. Das kann ich wirklich nur so unterschreiben. Das nimmt bei mir wirklich erstmal den ersten Schmodder weg. Also das ist jetzt für mich nichts, womit ich mein komplettes Make-up abnehme und dann so ins Bett gehe. Nein, wenn man morgens 30, 40 Minuten braucht, um sich das Zeug ins Gesicht zu klatschen, ja, kann man einfach nicht davon ausgehen, dass man hier so ein Tuch nimmt und geht sich da mal drüber, ne, über die Schnuffel und dann ist es sauber. Nein, natürlich nicht. Das ist für mich einfach nur, um erstmal so den ersten Schmodder abzunehmen und dann mit Waschgel und so. Genau. Aber diese Tücher, ganz, ganz groß geliebt von mir, finde ich ganz, ganz toll und würden jederzeit nachgekauft werden. So, dann haben wir jetzt noch einen Lidschatten und zwar habe ich den von meiner Michaela zugeschickt bekommen. Ich grüße dich, mein Schatz. Ich freue mich auf dich. Ne? Weißt du Bescheid? Also, es handelt sich von P2 Matte Dream Eyeshadow. Habe ich euch ja schon mehrere Male gesagt, dass ich diese Lidschatten ganz, ganz toll finde. Und sie hat mir in einem Päckchen die Farbe 180 Taupe Elegance geschickt. Eine ganz, ganz tolle Farbe. Sieht so aus. Wie ihr seht, ist von mir auch schon sehr, sehr gut benutzt worden. Und ja, die Farbe ist der Knaller. Die Farbe ist der absolute Knaller. Benutze ich in letzter Zeit sehr, sehr gerne, um zu verblenden und auch ganz gerne mal einfach nur so auf dem Lid. Ist eine wunderschöne Farbe. Und dann habe ich ja noch die Farbe 070, die Grey Pleasure. Das sieht so aus. Das ist bei mir putt, ne? Das ist kaputt gegangen auf dem Transport hierher von Deutschland. So, das ist dann nochmal ein bisschen ein, ja, noch aschigerer Ton. Genau. So, also hier habt ihr jetzt diesen 070 Grey Pleasure und dann habt ihr hier vorne den 180 Taupe Elegance. Sind beides wunderschöne Farben. Ich liebe beide
besonders zum Verblenden. Ja, also ganz, ganz tolle Farben, muss ich wirklich sagen. Ich liebe die, Konsistenz. Ja, die Konsistenz, weil sie auch wirklich sehr weich sind und sehr leicht zum Verblenden sind, sind für mich ganz, ganz tolle Lidschatten. Muss ich echt sagen. Und wo wir gerade bei Verblenden sind, das war jetzt eigentlich nicht geplant, aber das schmeiße ich jetzt nur mal so nebenbei. Ne? Wisst ihr ja, alles unorganisiert und nicht durchgeplant hier. Aber egal. Der Blenderpinsel von Ebeline. Ja, Leute, ist für mich eine absolute Kaufempfehlung. Ein super, super Pinsel. Ich glaube für 3,95 Euro, wenn ich mich nicht täusche. 2,95 Euro, 3,95 Euro, auf alle Fälle unter 5 Euro. Dieser Pinsel ist der absolute Knaller. Ich finde ihn wirklich toll. Ihr wisst, ich bin kein teurer Pinselfan. Ich mag das nicht. Ja, wenn es für mich auch günstige Pinsel tun von Elf, von Ebeline, dann ja, kaufe ich mir einfach günstige Pinsel, weil ich es nicht einsehe für einen MAC-Pinsel irgendwie 30, 35 Euro oder Dollar zu zahlen. Ich habe einen MAC-Pinsel, den finde ich auch sehr, sehr toll. Aber ich muss einfach sagen, ich werde trotzdem weiter bei den günstigen bleiben. Ich bin da so ein bisschen geizig, muss ich sagen. Ja, also für einen Pinsel irgendwie 30, 35 Euro auszugeben, nee. Also wenn es für mich dann auch Real Technique und ne, tut, brauche ich das andere nicht. Genau. So, dann machen wir weiter mit einem Blush. Ihr wisst, ich bin absolut kein Blush-Typ, aber es gab eine LE. Wie ich diese LE gesehen habe, habe ich einen Blush gefunden und von diesem Blush habe ich, ja, die Mutti, wo nicht wirklich ein Blush-Typ ist, hat sich ein Backup gekauft. So überzeugt bin ich von diesem Blush. Ich liebe diesen Blush. Es handelt sich von Essence aus der Me & My Ice Cream LE, den Cream Blush in der Farbe 01 Ice Bomb. Es tut mir leid, dass ich den euch zeige, weil es war ja eine LE. Aber wenn da jemand Interesse hat, vielleicht bekommt man den auf eBay oder auf Kleiderkreise. Ich habe, wie gesagt, ein Backup. Ja? Das ist einfach ja, ein Creme Blush. So sieht das Ganze aus. Also wie ihr seht, es ist auch wirklich schon sehr, sehr gut benutzt von mir. Und ich finde es einfach eine wunderschöne Farbe. Wie ihr seht, es hat einen Glow und einen Glanz und einen Schimmer mit drin. Keine Glitzerpartikel. Ihr seht nicht aus wie eine Disco-Kugel. Ja? Ihr seht frisch aus. Ihr seht von der Sonne geküsst aus. Und ist wirklich eine wunderschöne Farbe. Ist für mich definitiv ein All-Time-Favorite, weil ich zudem ganz, ganz gerne greife, wenn ich dann auch nicht weiß, was ich benutzen soll. Zum Auftragen benutze ich hier diesen Round Buffer von der Rebecca Flöter. Funktioniert für mich einwandfrei. Gehe mit dem Pinsel rein, zack, ne, hier auf die Hamsterbäckchen und verblendet. Und ihr seht frisch aus und ne, hier. Ganz toll. Also wenn ich ein Backup habe, was soll ich denn da dann noch sagen? Ja. So, dann geht es weiter mit einem Pflegeprodukt. Auch das kennt ihr von mir ganz klar. Die Garnier Hautklar Anti-Pickel-Thermomaske. Ganz, ganz tolles Produkt. Werde ich mir definitiv in Deutschland ganz, ganz viele davon kaufen. Ich liebe die. Ihr reinigt euer Gesicht, ihr macht euer Gesicht ein bisschen warm. Reibt dann diese Paste auf euer Gesicht, dann wird das Ganze ein bisschen warm, nicht heiß, ja, also warm. Fühlt sich wirklich sehr, sehr angenehm an. Dann lasst ihr das Ganze 10, 15 Minuten einwirken. Genau. Und ist einfach porenverfeinernd gegen Unreinheiten, gegen Pickelchen, alles, was man eben so hat als Frau. Ne? Und was heißt als Frau? Also ich muss sagen, das hatte ich euch auch schon mal erzählt, dass mein Mann diese Maske auch ganz, ganz toll findet. Und auch davon hat er mir jetzt schon ein paar geschnappt. Ne? Also ist nicht so, dass ich hier Vorrat habe für die nächsten 6 Monate. Ja, deswegen, da muss ich zum DM. Das muss ich für uns wieder einkaufen, weil wir sind beide von dieser Maske absolut angetan. Ich liebe das Hautgefühl hinterher und ich habe auch wirklich das Gefühl, wenn man ein paar Pickelchen und Unreinheiten hat, dass wenn man sich diese Maske drauf schmiert, dass das Hautbild hinterher wirklich schon feiner und einfach feiner und sauberer ist. Also ich bin wirklich ganz angetan von dieser Maske, würde ich mir jederzeit nachkaufen. Kaufe ich auch schon seit mehreren Jahren, ja, also ganz, ganz vorne mit dabei. So, dann gehen wir zu den Lippen. Da zeige ich euch 2 Glosse von mir.
Auch die habt ihr schon gesehen. Es handelt sich von NYX, ja, diese Megashine Lip Glosse. Ja, ich finde diese Glosse einfach fantastisch. Ja, ich finde sie fantastisch. Ich liebe den Geruch, ich liebe den Auftrag, ich liebe die Farbauswahl, die es bei NYX gibt. Die kommen mit, steht das drauf? Mit 11 Millilitern und die kosten bei uns, glaube ich, 4,50 Dollar oder 5 Dollar. Also ist wirklich nicht die Welt. Sind ganz, ganz tolle Farben. Hier habe ich einmal die Farbe 106 Dream. Erstmal sauber machen hier, ne, dass ihr auch was seht. So. Ja, das ist so ein Taupe Mauve. Keine Ahnung, was das für ein Ton ist. Das könnt ihr euch jetzt raussuchen. Ne? Ich mache euch hier einen Swatch. Natürlich ist es bei mir ein nudiger Ton, ganz klar. Wie soll es bei mir auch anders sein? Der sieht so aus. Ja, hat so einen leichten braun-grau-Taupe-Einschlag. Ihr seht einen wunderschönen Schimmer. Ja, lässt eure Lippen dann auch gleich mal ein bisschen voller aussehen. Ich liebe den Geruch. Also sie haben zwar einen etwas fruchtigen Duft, aber jetzt nicht unangenehm. Und ihr wisst, ich bin kein fruchtiger Typ. Ne? So, dann haben wir hier meinen absoluten liebsten Nude Lip Gloss. Und zwar ist das die Farbe 112 Frosted Beige. Das ist so eine tolle Farbe. So. Moment, hier könnt ihr ihn sehen. Genau. Also das sind die zwei liebsten Lipglosse von mir. Diesen hatte ich mir auch schon nachgekauft in Deutschland, hatte ich aufgebraucht, nein, nachgekauft hatte ich ihn mir hier, aufgebraucht hatte ich ihn in Deutschland, bin sehr froh, ihn wieder zu haben. Wie gesagt, einmal die Farbe 112 Frosted Beige, das ist dieses Nude und dann die Farbe 106, das ist Dream, ganz, ganz tolle Farben und ich liebe einfach die NYX Lipglosse. Die Lip Butters, muss ich sagen, finde ich auch. Sind es Lip Butters? Nee, Butter Glosse, ne? Die Butter Glosse finde ich auch toll, aber die habe ich jetzt noch nicht so lange, dass ich sagen würde, das sind für mich All-Time Favorites. So, dann ein Nude Lippenstift. Das ist für mich der schönste Nude Lippenstift aller Zeiten. Leider ein LE-Produkt, leider ein MAC-Produkt. Und seit ich diesen Lippenstift habe, bin ich immer auf der Suche nach dem perfekten Dupe für mich. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch so viele Nude Lippenstifte, weil ich immer hoffe, ein exaktes Dupe zu finden. Es handelt sich von MAC, der Viva Glam Gaga 2. Das ist ein Amplified Finish. Das ist für mich das schönste Nude, was es auf Erden gibt. Das sieht so aus. Es ist ein Beige Nude, kein Leberwurst Nude, kein Rosé Nude. Nein, es ist ein Beige Nude. Ich finde den wunderschön. So. Ja. Das ist für mich das perfekte Nude. Ich weiß, Lippenstifte sind nicht für immer haltbar, aber dieser Lippenstift, der kommt bei mir wirklich nur zu absolut speziellen Anlässen raus, weil ich nicht möchte, dass er leer geht. Oh, ich liebe den Geruch. Ja, MAC-Lippenstifte, das ist einfach was, die haben einen ganz, ganz eigenen Geruch. Ich liebe das Tragegefühl, ich liebe... Das ist für mich der Lippenstift schlechthin. Ich habe schon auf eBay geguckt. Es gibt noch manche, die ihn verkaufen, aber dann wollen sie gleich mal 50, 60 Dollar. Das ist mir dann auch zu viel. Ja, deswegen, ich brauche mir hier einen Schluck zu trinken, Schätzelein. Ich quatsch mich hier schon wieder trocken. Genau, aber ja, perfekte Farbe. Liebe ich. So, dann jetzt noch ein Lippenstift und zwar ist das von Revlon eine Lip Butter. Das ist die Farbe 95 Creme Brûlée. Der gehört zu meinen All-Time Favorites aus einem ganz einfachen Grund. Das hier ist jetzt ein fast neuer, aber den habe ich mir, glaube ich, schon dreimal nachgekauft. Ja, also das ist für mich der Lippenstift schlechthin. Sehr, sehr pflegend.
absolut schöne Farbe. Ihr habt einen Schimmer auf den Lippen, keinen Glitzer. Sie riechen sehr angenehm und ich liebe diese Revlon Lip Butters. Ja, also ich glaube, ich habe 3, 4 Stück, ich weiß es gar nicht. Aber die Farbe 95 Creme Brûlée, ganz, ganz tolle Farbe, liebe ich wirklich sehr, würde ich mir jederzeit nachkaufen. Wobei ich jetzt aber auch ganz ehrlich sagen muss, ja, also vom Auftrag und von der Konsistenz und so, sind diese neue P2, Moment, diese Secret Gloss Lipsticks, ja, also die sind von der Konsistenz, vom Auftrag, vom Tragegefühl, sind die doch schon sehr, sehr ähnlich, muss ich wirklich sagen. Ich denke nicht, dass es die Farbe Creme Brûlée gibt in einem neuen Sortiment. Das wäre also für mich ein Lippenstift, den ich mir bei Revlon immer nachkaufen würde. Ich werde mir definitiv die neue P2 Theke anschauen, ganz klar, ja. Werde da wahrscheinlich auch erstmal wie Ochs vom Berg stehen, aber gut, ne? Ich war ja jetzt dann auch eine Weile weg, da muss man mir dann auch mal ein bisschen Zeit lassen. Aber ich werde mir definitiv die P2 Gloss Lipsticks anschauen. Vielleicht finde ich ja etwas in dieser Richtung, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. So, dann haben wir jetzt noch 4 Produkte. Das sind Pflegeprodukte. Ich habe noch 20 Minuten. Ich muss hier reinhauen. So, ein absolut All-Time-Favorite von mir ist von Saint Eve. Das ist das Blemish Control Apricot Scrub. Das ist ein Peeling. Es ist ein sehr, sehr grobes Peeling. Schön. Habe ich gerade aus der Dusche rausgeholt. Ihr steht hier auf meiner Box. Kleinen Moment. Muss ich hier gleich mal sauber machen. Ja, also das ist ein Peeling, das ich mir schon seit Jahren nachkaufe. Ich mag das Grobe im Gesicht. Ihr wisst, ich brauche immer ja, einen Effekt. Ja, also beim Mundwasser muss es bei mir brennen. Bei Gesichtswasser muss ich irgendwie was spüren. Und bei einem Gesichtspeeling brauche ich eben viele grobe Körner, dass ich das Gefühl habe, ja, das nimmt mir die Hautschüppchen ab. So sieht das Ganze aus, ja. Also ihr seht, es ist grob. Es ist grob. Ja. Riecht sehr aprikosig, aber sehr dezent, sehr mild und sauber auch. Wie gesagt, ich liebe dieses Peeling, werde ich mir immer nachkaufen, habe ich mir jetzt seit 4 Jahren immer nachgekauft. Ist für mich ein ganz, ganz tolles Produkt. Kommt mit 170 Gramm. Ist porenverfeinernd und gegen Mitesser, ölfrei und Salicylsäure ist da mit drin, 100% Natur, parabenfrei und dermatologisch getestet, genau. Also so sieht das Ganze aus, wie gesagt 170 Gramm, kostet bei uns glaube ich 4 Dollar und ja, also das hält einem ewig. Ja, also das ist ja jetzt auch nichts, was man jeden Tag macht, weil sonst hat man irgendwann kein Gesicht mehr, weil man sich hier die Hautschichten andauernd abrubbelt. Aber so einmal in der Woche, zweimal in der Woche, je nachdem, ganz tolles Produkt. So, dann kommen wir zu einem Peeling, Körperpeeling. Das ist für mich ganz klar, das läuft hier das Wasser raus, wunderschön. Ach, bin ich heute wieder vorbereitet, das ist ja Pleiten, Pech und Pannen hier. Japanese Cherry Blossom Golden Sugar Scrub, das ist von Bath & Body Works. Ja, zu der Verpackung muss ich nicht sagen, ja, es ist ein Traum, es ist ein absoluter Traum. Der Geruch ist der absolute Hammer. Oh. Freunde des vierlagigen Toilettenpapiers, ich kann es euch sagen. Dieser Geruch, ich weiß auch, dass ich eine Abonnentin von mir angesteckt habe, weil ich euch das auch in meinem Badezimmervideo gezeigt habe, ja, da stand es ja bei mir in der Dusche. Auch das ist ein sehr, sehr grobes Peeling, weil es ein Zuckerpeeling ist. Also das merkt ihr, wenn ihr euch das auftragt. So sieht das aus. Das ja, kommt wirklich mit ganz, ganz dicken Stückchen. Aber, Leute, da muss ich euch sagen, wenn ihr euch da mit dem Körper peelt, ja, ihr habt hinterher eine Haut, da ist ein Babypopo nichts dagegen. Das ist mein absoluter Ernst. Und das sind Öle mit drin, was eure Haut auch extrem pflegt. Ja? Das ist der absolute Knaller, wenn ihr euch damit einreibt und das Ganze dann abspült. Oh. Habt ihr einen Ölfilm auf der Haut und ihr seht auch richtig, wie die Wasserperlen dann so abperlen. Ist ein
sagenhaftes Pflegegefühl. Bin absolut begeistert von diesem Peeling. Habe ich mir schon mehrere von Bath & Body Works geholt. Werde ich mir immer nachkaufen, habe ich immer da. Deswegen absolut All-Time-Favorites von mir. So, dann nochmal von Bath & Body Works eine Handcreme. Und zwar die Vanilla Buttercream Handcreme. Ja? Man muss natürlich auf Vanille stehen. Man muss auf den Geruch von frisch gebackenem Kuchen stehen. Weil ihr werdet danach wirklich wie eine Buttercreme-Torte riechen. Ich liebe den Geruch. Ich liebe die Pflegewirkung von dieser Creme. Ihr braucht ganz, ganz wenig, ja, hier. Sie ist sehr ergiebig, sie ist sehr reichhaltig, sie ist. Und der Duft, das ist absolut Vanille, absolut Butterkuchen, absolut Must-Have bei der Mutti zu Hause. Ja, ich liebe solche Gerüche und sie zieht total schnell ein. Ihr habt kein klebriges, bappiges Gefühl auf den Händen. Nein, es ist wirklich sehr, sehr angenehm und sehr reichhaltig, sehr pflegend und ganz, ganz toll. Ja, also guckt mal, ob ihr da irgendwie online drankommt. Wie gesagt, das ist die Bath & Body Works Vanilla Buttercream mit Shea Butter und Vitamin E. Kommt mit 59 Millilitern. Kostet bei uns hier, glaube ich, $4, $4.50, sowas um den Dreh. Würde ich mir jederzeit nachkaufen. Habe ich auch schon ganz oft nachgekauft in verschiedenen, ne, Duftrichtungen und. Und ja, wollte ich nicht mehr drauf verzichten. So, und dann noch ein Produkt, was jetzt auch nochmal von Bath & Body Works ist, ist auch nochmal Pflege. Da die Cremes, ja, das ist auch nochmal das Japanese Cherry Blossom, auch hier zu der Verpackung. Ja, ich muss nichts sagen, es ist eine Augenweite, es ist ein absoluter Traum. Es ist Dekoration in jedem Badezimmer, in jedem Schminkzimmer, wo auch immer ihr das hinstellt. Das könnt ihr da wahrscheinlich auf den Kaffeetisch stellen mit einem Stückchen Kuchen und keiner würde sich für den Kuchen interessieren, sondern jeder hier für diese Creme, ne? Also ich auf alle Fälle. Ja, dieser Geruch, Leute, also Japanese Cherry Blossom, das ist für mich mit einer der besten Düfte bei Bath & Body Works. Das ist sowas Frisches, sowas Sauberes, Blumiges, Pudriges, Angenehmes. Das, oh, ich könnte stundenlang, könnte ich mich über Bath & Body Works, könnte ich mich unterhalten. Das ist definitiv eine Creme, die habe ich mir schon nachgekauft. Ich meine sogar, ich habe ein Backup, aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Ja, die Pflegewirkung ist der absolute Knaller, ja. Auch hier, Haut wie Babypopo, ihr schmiert euch abends ein, ihr geht schlafen, ihr steht morgens auf, euer Pyjama riecht danach, eure Haut riecht danach, euer Zimmer riecht danach. Das ist eine Bath & Body Works, Schätzeleins. Guckt, ob ihr drankommt. Wie gesagt, Japanese Cherry Blossom ist für mich eine der besten Duftrichtungen zusammen mit Twilight Woods. Ganz, ganz toll, ja. Also, wenn ihr da bestellt, wenn ihr da was findet, sagt mir da auf alle Fälle Bescheid, wenn ihr dann eure, ne, Produkte und eure neuen Lieblinge zu Hause habt, ob ihr da genauso begeistert seid wie ich. Ich finde es klasse. So, das war's. Das war einiges. Ja, ich guck. Nee, ich hab alles weg. Genau. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch vielleicht mit ein paar Produkten weiterhelfen. Ja. Nennt mir unter diesem Video drei eurer All-Time-Favorites. Ja? Würde mich natürlich sehr interessieren, gerade jetzt, wo ich ja hier groß am Liste schreiben bin, wenn ich dann nach Deutschland komme und einkaufen gehe. Ne? Ich werde ja so überwältigt sein und so neben der Spur sein, wenn ich dann wieder in einen Müller und in einen DM gehe, dass ich vielleicht rauslaufe und habe nichts gekauft, weil ich nicht weiß, was ich kaufen soll. Deswegen schreibt mir doch mal drei eurer All-Time-Favorites in die Kommentare. Dann schreibe ich mir eine Liste, werde mir natürlich auch ganz viel anschauen und ganz viel kaufen und kann dann vielleicht mal ein Review-Video machen oder, ne, wir gucken mal. Irgendwas fällt der Mutti ein, keine Sorge. So, dann werde ich jetzt mit meinem Hund um den Block springen. Wie gesagt, das war jetzt heute zur Abwechslung mal wieder ein bisschen Beauty und, ne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch somit noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.
Ciao!